Feuer austritt aus der Dachgeschosswohnung. Wir haben eine Person aus der Brandwohnung dem Rettungsdienst übergeben. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Wir sind alarmiert worden zu einem Feuer 3 in der Altstadt mit der Information Brand im Dachgeschoss. Wir befinden uns hier in der Küferstraße im Altstadtbereich. Die Eintreffsituation war so, dass eine starke Rauchentwicklung herrschte und Feuer austritt aus der Dachgeschosswohnung. Was habt ihr dann beim Eintreffen dann erstmal gemacht? Beim Eintreffen wurde standardmäßig die Personenrettung Feuerbekämpfung eingeleitet, des Weiteren umfangreiche Erkundungsmaßnahmen, die nicht so einfach sind von der Gegebenheit hier in der Altstadt. Und ja, es wurde dann auf Brand 4 erhöht. Gibt es Verletzte oder Personenschaden zu beklagen? Wir haben eine Person aus der Brandwohnung dem Rettungsdienst übergeben. Näheres kann ich da leider nicht dazu sagen. Okay, das sind jetzt noch die abschließenden Maßnahmen. Also was macht ihr jetzt am Ende noch? Die Dachhaut, die muss die Dachhaut muss geöffnet werden. Das stellt sich sehr schwierig dar, da wir von der Gebäuderückseite nicht hinkommen mit diversen Leitern. Kann man noch was kurz zu dieser Altstadtsituation sagen? Warum ist es hier besonders schwer? Ja, die Gebäude sind halt eng, es ist alles eng gebaut, zusammengebaut und da besteht halt die Gefahr, dass das Feuer von einem Haus relativ schnell übergreift auf die nächsten Gebäude, also links und rechts. Da sind wir jetzt derzeit auch dran, um die Feinheiten rauszufinden, wo da die Flutnester drin sitzen. Einsatzmenge, also Daten. Ja, wir sind vor Ort mit 20 Fahrzeugen und 120 Einsatzkräfte von der Feuerwehrseite. Thank you.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.